Sichtlich übermüdet und angeschlagen betritt Alfons Schubeck heute Morgen den Gerichtssaal im Justizpalast zur Urteilsverkündung. Nach 6 Stunden wurde dann bekannt gegeben, der gefallene Starkoch muss für 3 Jahre und 2 Monate ins Gefängnis. Außerdem soll Schubeck 1 Million Euro Strafe zahlen. Zugunsten des Angeklagten hat das Gericht das hohe Alter gewertet. Erfahrungsgemäß sind ältere Menschen haftempfindlicher. Die Bedingungen im Gefängnis sind natürlich belastend. Belastend war nach den Feststellungen des Gerichts auch natürlich die öffentliche Aufmerksamkeit. Er bedauert das Geschehene natürlich sehr. Wir werden jetzt mit unserem Mandanten in Ruhe über das Urteil beraten und dann entscheiden, wie es weitergeht. 2019 wurde bekannt, dass gegen den prominenten Koch ermittelt wird. In den Jahren 2009 bis 2016 hat Schubeck mit Hilfe eines Softwareprogramms insgesamt 2,3 Millionen Euro hinterzogen. Der Gastronom hatte während den Verhandlungen ein Teilgeständnis abgelegt. Beim Angeklagten Schubeck hat die Staatsanwaltschaft eine Gesamtfreiheitsstrafe von 4 Jahren, 6 Monaten beantragt, weil wir davon ausgegangen sind, dass es doch eine erhebliche kriminelle Energie ist. Es sind viele Taten über einen langen Zeitraum hinweg. Alfons Schubeck hat sich dann heute noch überraschenderweise selbst vor Gericht geäußert. Er hat gesagt, dass er die volle Verantwortung für sein Handeln übernehmen will und dass seine Anwälte den Bedenken nicht weiter nachgehen sollen. Das Interesse am Prozess war groß. Einige ehemalige Schubeck-Mitarbeiter und auch Fans waren im Justizpalast vor Ort. Eine Revision wurde zugelassen. Ob Schubeck diese in Anspruch nehmen will, ist noch unklar.